Jo, es geht aber, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Dieses Video wird natürlich wieder von OneFootball unterstützt. Links zu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich frage euch bestimmt, warum, ja, hat er hier ein Headset gleich auf, obwohl er nicht am Stream ist. Das liegt daran, irgendwie, ja, ist die PlayStation-Mucke aus. Also ich höre gar keinen Sound aus meinem Monitor. Und ich will aber Pack-Openings mit Sound haben, sonst habe ich nicht dasselbe Feeling. Ja, heute haben wir das verspätete Rewards-Video und, ja, was ist aus den 1000 Spielern geworden, die ich investiert habe. Ja, man muss sagen, wir können gucken, ganz kurzes Review oder Zusammenfassung. Das war mein Profit vor den Verkäufen, also 7,93 Millionen. Hier können wir auch nochmal sehen, wöchentlich war es 317.000. Und dann muss ich euch eigentlich gar nicht zeigen, hier sind ein paar Beispiele. Am Anfang war es noch geil, da sind die für gute Münzen weggegangen. 4.000, 3.000, 4.000, ne? Ganz, ganz nice. Und zwischendurch habe ich auch meine Paillettes verkauft, die ich mal investiert habe für 24.000. Und dann gab es eine SBC, wo ganz viele Silberspieler gut gestiegen sind auf 2.000, 3.000. Aber im Großen und Ganzen habe ich nur für über 1.000 Spieler 52k Profit gemacht. Was meiner Meinung nach ein bisschen enttäuschend ist, man muss einfach sagen, trotzdem für die ganze Arbeit und für den Stress hat es nicht gelohnt. Ihr könnt natürlich für den Sonntag jetzt noch aufheben, da können noch weitere Flash-SBCs kommen. Aber ich musste ja die meisten jetzt verkaufen oder abstoßen, um die Packs zu öffnen für den Content. Hier haben wir noch ein paar Verkäufe im Hintergrund. Ja, easy peasy, nichts Besonderes. Wie gesagt, ihr seht, ich habe die für minimalen Profit alle weggehauen, weil, wie gesagt, ich wollte die einfach loswerden. Ich musste meine Liste frei machen für die Rewards. Ich wollte es unbedingt vorher noch aufnehmen. Wir können ganz gerne mal hier schauen, wie viel Profit ich jetzt habe oder Transfererlös ich habe. 8,23 Millionen. Wenn wir es hochrechnen, sind es vielleicht aber fast 300.000. 52, 300.000 um den Dreh. Wöchentlich, ja, ist jetzt neu gestartet, sieht man leider nicht mehr. Aber um den Dreh haben wir so 72.000 wahrscheinlich gemacht. Dann würde ich sagen, schnack mir nicht so lange. Wir haben einiges, ja, zum Aufmachen. Wir haben hier zwei Packs. Wir werden das hier leider nicht mehr schaffen, weil ich los muss. Ich werde da keine 10 Spiele machen können, weil ich, das ist die Nacht, bevor ich fliege. Also, ja, Hustle, 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 Jungs. Ich weiß auch nicht, ob ich alle Packs in diesem Video aufmache, weil, ja, es sind richtig viele Packs, die ich habe, wie ihr seht. Also, es sind gute Packs, seltene Goldpack, Megaset, Premium-Spieler-Sets und sowas. Muss mal schauen, ob ich die alle aufmachen werde. Heute seltenes Elektrum-Spieler-Set. Also, wir haben über 30 Packs, glaube ich. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit ein paar Packs an. Und zwischendurch, oh nein, wir können gar nicht mit Packs anfangen, weil wir müssen, glaube ich, ja, genau, meine Player-Picks aufmachen. Dann gehen wir zum Player-Picks. Hjomminson wäre perfekt. Mahrez wäre auch geil für einen Super-Sub. Aber am Ende des Tages, bin ich ehrlich mit euch, juckt mich das nicht wirklich, außer es kommt Son oder, ja, sowas. Das ist jetzt nicht wirklich nice. Dann nehmen wir vielleicht den hier noch mit. Ist eigentlich egal. Werden alle eh nicht gespielt. Und jetzt fürs Feeling, einmal kurz mein Headset aufsetzen. Und jetzt genießen und einen, okay. Oh, ne, eigentlich nicht okay, weil den Promise habe ich schon als OTW. Das heißt, den werde ich eh nicht gebrauchen. Dann nehmen wir den Pachio mit. Ah, meine Freunde. Ja, das ist nicht so nice, muss man leider sagen. Nicht die besten Player-Picks. Seht, ich habe richtig viele Packs. Oh, wir haben 100k-Pack mit dem Draft-Token-Pack. Also, ich würde sagen, wir fangen einfach mal random hier an. Und schauen mal, ob wir heute ein bisschen Pack-Luck haben können auf den RTG-Account. Würde mich freuen. Das ist ein bisschen laut hier. Ich habe das vielleicht ein bisschen zu laut aufgemacht. Und wir ziehen hier den guten, oh, vielleicht Süle, Boateng, die sind ja ein bisschen gestiegen durch die ganzen SBCs. Ich muss mal schauen, ob ich Zeit habe in Hongkong, weil in der Zeit, wo ihr das Video seht, dann bin ich schon in Hongkong, ob ich Zeit habe, die SBCs zu machen, sonst verkaufe ich die wahrscheinlich für ein bisschen Profit. So, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit einem Premium-Goldspieler-Set. Come on, EA Sports, das wäre voll nice, wenn du mir was gönnen könntest. Nein. Ja, wenn nichts kommt, skippe ich das am besten, weil wir haben sehr, sehr viele Packs und ich würde es am liebsten alle jetzt aufmachen, aber weiß nicht, ob ich das schaffen werde. So, Freunde, nächstes Pack ist das nächste Premium-Goldspieler-Set. Come on, 25k-Pack irgendwann, ja, müssen die auch gönnen, würde ich sagen. Aber auch hier, well, warte mal, ah, hätte ja nicht sein können, ne? Hätte nicht Varan sein können, da wäre nämlich Walkout gewesen bei UCL. Und ja, nice. So, Freunde, machen wir mal zwischendurch vielleicht was anderes auf. Mal wieder hinten so ein, machen wir so ein Mega-Pack mal auf. So ein 35k-Pack auf Chili Milli.
Ja, ohne Walkout natürlich. Also das ist schon ein bisschen belastend. Megapacks sind aber nicht so schlecht, wenn da kein Walkout kommt, weil da sind meistens Consumables dabei, die ein bisschen was weggehen, ja. Ja, hier sowas, Position Change Karten. Machen wir weiter mit dem Premium Goldspieler Set. Also die meisten Sets sind, wie gesagt, auch von der Flash SBC. Ich habe, glaube ich, alle gemacht, außer eine. Ja, da bin ich dann doch irgendwann außer Kraft gewesen und konnte dann nicht mehr wach sein für das eine letzte Pack. Ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen leider sehr, sehr enttäuschend, muss ich sagen. Da kam, da beabsichtigt keine gute SBC für die Trader, die da investiert haben. Also, das war meistens ziemlich allgemein gehalten, damit man keinen Profit machen kann. Bitte, EA Sports, ich lieb... ist okay, 87er Laporte. Alter, Frankreich, einmal von den Big Boys was ziehen. Einmal einen dicken Franzosen ziehen, ey. Das wäre mein Traum. Aber ey, nicht schlecht. Der ist, 30.000 durch die SBCs, glaube ich, wert. Das ist auch nicht so schlecht. Ah, mir fällt es gerade auf, das war untauschbar, meine Freunde. Okay, für SBCs nehmen wir den guten Boy mit. Dann würde ich sagen, machen wir wieder hinten vielleicht was auf. So immer ein bisschen Abwechslung muss natürlich sein. Ich hier mal hier so ein Prime Electrum Spieler Set wieder. Würde ich genießen, würde ich feiern. Ah, schade. Schade. Das kann eigentlich ja nur, keine Ahnung, irgendein random Torhüter sein von der Serie A, der... Ja, okay, Serigo, 84er, weil die meisten sind auch nicht so günstig. Hier, guck mal, 6K, ist das tauschbar? Ja, ist sogar tauschbar, nice. Um nochmal zurückzukommen zu den Flash-SBCs, der schlauere Part wäre wahrscheinlich gewesen, wenn man in Silberspieler investiert hat. Ihr habt das gesehen, die meisten gingen für 2, 3K wert. Stell mir vor, ihr habt die alle für 150, 200, 300 Münzen geholt. Da hättet ihr so viel Münzen machen können. Die Non-Rares waren leider, ja, der falsche Weg. Wie gesagt, es gibt für euch, die jetzt nicht Zeitdruck haben und Videos aufnehmen müssen, noch einen Sonntag, ja, einen Sonntag, wo ihr weitere Flash-SBC bekommen könnt. Ich bin wahrscheinlich nur am Anfang noch am Start. Boah, wir haben 4 seltene Elektrospieler-Sets, Jungs, 4. Wir machen vielleicht heute nur die besten auf. Ich schau mal, wie lange das Video geht. Ah, weil ich habe eine ganz, ganz lustige Video-Idee eigentlich, deswegen will ich da vielleicht ein paar Packs mehr aufbewahren. Aber ja, leider kam hier auch nichts Gutes. Schade. So, Freunde, dann würde ich sagen, komm, machen wir mal hier eins der Prime Gold Spieler Set auf. Irgendwann müssen die auch mal gönnen, Jungs. Irgendwann muss EA Sports sagen. Ja, hab Spaß mit dem guten Spieler. In den Switch, wie gesagt, das sind alle Spieler, die sind ein bisschen was wert. Nimmt man gerne mit, ist jetzt nicht schlecht. So, Freunde, ich würde sagen, wir gehen wieder ganz, ganz weit nach hinten und machen mal wieder so ein seltenes Elektrum Spieler Set auf. Come on, ich beende das Video, wenn ich einen fetten Big Boy gezogen habe. Okay, das ja, ist nicht nice, aber einmal so einen fetten, geilen Walkout ziehen, da wäre ich zufrieden mit dem Video. Ja, aber so, Moisty. So, Freunde, wir machen wieder weiter mit einem 45k Pack. Ihr seht schon, die Pack Weight ist nicht so nice, weil wir leider kaum Spieler ziehen, die durchgehen. Das sind richtig gute Packs, das sind 45k Packs, 35k Packs. Ah, da können die ab und zu mal was gönnen. So, Freunde, weiter geht's wieder hinten mit einem seltenen Elektrum-Spieler-Set. Wie gesagt, irgendwann müssen die doch mal gönnen, Jungs. Zum Beispiel jetzt. Jetzt, EA Sports. Ah. Die Ratte, Verratti. Aber wie gesagt, nicht schlimm, weil die werden ja alle trotzdem was wert sein. 20.000, 18.000, 17.000 ist in Ordnung. Einige Walkouts haben wir ja schon bekommen, aber die Frage ist, können wir einen richtig heftigen bekommen? Ja, diese 45k Packs, muss man leider sagen, sind echt Schmutz. Ist schon krass, wie Schmutz die sind. So, Freunde, wir haben nicht mehr so viele gute Packs, glaube ich. Wir haben noch hier ein paar 3 seltene Gold-Sets. Ah, wir haben noch einige Sets, die sind nämlich untauschbar durch Rivals, fällt mir gerade ein. Ja, hier wieder leider kein guter Spieler. Können wir wieder skippen. So, Freunde, vielleicht sollten wir das erste 50k-Pack aufmachen. Das ist untauschbar, ist von Rivals. Come on, EA Sports. Wäre so nice. Ja. Bitte, der dritte Walker. Ist aber untauschbar. Ist es Quatsch, wa? Okay, können wir mal austesten. 88er Quartoir könnten wir mal von mir aus gerne mal austesten. Den habe ich noch gar nicht gespielt.
Notfalls, wie gesagt, ey, wird er abgegeben. Vielleicht mach ich noch eine Icon SBC. Je nachdem, wie viele High-Rate-Karten wir noch bekommen, können wir immer noch eine Icon SBC machen. Der ist momentan 30k wert. Nehmen wir so gerne mit. So, Freunde. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder hinten. Ein seltenes Elektrum-Spieler-Set aufmachen. Wir machen nicht mehr so viele Packs. Das Video soll auch nicht ultra so lange gehen. Aber ja, ich würde es so gerne mit einem heftigen Spieler beenden. Ich meine, Quadrat ist okay. Wir haben einige Walkouts gezogen. Das sind wir gewohnt. Wir haben noch 200k-Packs. Die werden wir gleich auch noch aufmachen. Come on, Freunde. Letztes 45k-Pack. Also, dafür könnt ihr schon mal, wenn ihr Bock habt, einen Daumen nach oben da lassen. So viele heftige Packs auf den RTG-Account und so, ich weiß gar nicht, so viele Walkouts. Es waren schon einige Walkouts dabei. Leider halt noch, ja, noch nicht der Burner. Aber ja, mehr kann ich auch nicht machen, außer hasseln. Ihr seht auch, wir haben 58.000. Ich habe immer noch Mbappé. Ich muss überlegen, was ich mache, Jungs. Ich bin mir echt nicht sicher, was ich mache, weil ich bin in Hongkong nächste Woche. Oder nächstes Wochenende, die nächste Weekend League. Ich weiß halt noch nicht, ob ich alle Spiele da machen kann in Hongkong. Da muss ich mir jetzt echt mal überlegen. So, Freunde, ich würde sagen, wir machen jetzt noch, ja komm, dann machen wir noch hinten so ein seltenes gemischtes Spielerset auf, oder die beiden, und dann machen wir noch die 100k-Packs auf, Jungs, komm. Ja, okay, hier, das können wir skippen. Come on, EA Sports, Jungs, drückt mir mal jetzt, egal ob es zu spät ist, nochmal die Daumen, komm, nochmal ein seltenes gemischtes Spielerset. Ich weiß, da sind Bronze- und Silberspieler dabei, aber es sind alle selten. Mann, Alter, come on, EA Sports, Jungs, ich bin nur zum Abschluss, bevor ich fliege, einen geilen Walkout mit einem richtig geilen Gefühl ins Bett gehen. Come on, ey. Gönn. Wir haben noch ein 50k-Pack und dann machen wir die beiden 100k-Packs auf. Please, EA Sports. Sei ihm Gönner Laune. Let's go. Let's go, please. Oh, Infamous Bus? Aber es ist nicht tauschbar, ne? Aber nicht schlimm, Jungs, es ist gar nicht mal so schlimm, dass es nicht tauschbar ist, weil, ja, SBC ist, wie gesagt, kann man ja immer... What? Das ist ein nettes, wirklich ein richtig nettes 50k-Pack. Zwei Informs, Walkouts und nochmal zwei 84er, das nehme ich gerne mit. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir noch die letzten 200k-Packs auf, das Video geht echt so lang. Lasst wieder gerne dafür einen Daumen nach oben da, weil so viele Packs auf einen Schlag auf den RTG-Account ist... Kommt nicht so oft vor. Oh man, die 100k-Packs sind so krass enttäuschend, Jungs. Ah, 84er Tadic, das ist echt krass. Da haben wir aber gleich noch ein letztes 100k-Pack. Vielleicht noch ein Mondi oder okay, es sind 384er. Ja, es geht sogar fit, das ist nicht mal so schlecht. So, Freunde, letztes Pack für dieses Video. 100k-Pack Nummer 2 und auch wieder das letzte Pack. Come on, EA Sports. Im Abschluss. Nein, 200k-Packs, nix. Waran? Na, ah, es ist fake hier. Aber wir hatten einige Walkouts gehabt. Wir hatten auch gute Pools, halt keinen großen dabei gewesen. Trotzdem, wie gesagt, falls euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Mehr kann ich auch nicht machen. Wie gesagt, ich kann mir nur die Packs erspielen, ersparen und dann für euch öffnen. Und ja, ich werde schauen, was wir machen mit den Münzen. Wir haben safe 900k. Ich habe noch einige Invests, wie gesagt. Und ja, die Packs werde ich vielleicht irgendwann mal öffnen. Ja, Jungs, falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich bin erstmal raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Casey. Bis dann. Ciao.